Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum allerersten Weekly Reading in 2019. Heute ist der 1.1. und ich dachte mir, das ist ein guter Zeitpunkt, um mit einem Weekly Reading zu starten. Ich weiß noch nicht, über wie viele Tage, Wochen ich dieses Weekly Reading jetzt ziehen werde. Das hängt natürlich auch davon ab, wie viel ich lesen werde, ob ich viel erleben werde, ob ich was zu erzählen habe oder halt auch nicht. Und ich lasse das jetzt einfach mal auf mich zukommen und wir gucken mal, wie das Ganze hier so läuft. Und ja, ich dachte mir, ich zeige euch als allererstes mal, wie Milo hier so neben mir liegt und pennt, damit ihr mal seht, was ich hier immer so für einen niedlichen Ausblick habe. Er ist einfach so goldelig. Und wir starten das Weekly Reading wie immer damit, dass ich euch natürlich zeige, was ich aktuell gerade lese. Und zwar ist das der dritte Teil der Ivy Years Reihe, Solange wir schweigen. Da habe ich gestern mit angefangen und habe so die ersten 150 Seiten gelesen. Und ich muss sagen, mir gefällt das Buch bisher richtig gut. Ich mag die Geschichte total. Ich mag Ricker und Graham total. Und ich bin immer nur etwas irritiert, weil das sind ja die Nachnamen der beiden. Und Graham könnte aber auch ein Vorname sein und dann irritiert mich das immer, dass der ja eigentlich Michael heißt. Aber egal, lassen wir das. Aber mir gefällt das Buch bisher sehr gut. Und ja, ich will mal gucken, dass ich da heute noch ein bisschen weiterlesen kann. Und ja, mehr dazu dann, wenn ich fertig bin mit Lesen, sonst erzähle ich ja alles wieder 100 Mal. Mehr lese ich im Moment auch nicht. Ich habe am Wochenende Thorn beendet noch von Jennifer Armentrout. Das war noch 2018. Und ja, Solange wir schweigen, wird das erste Buch 2019. Ansonsten habe ich die Feiertage gut überstanden. Ich habe mir über die Feiertage vieles durch den Kopf gehen lassen, auch was YouTube betrifft, was Änderungen auf meinem Kanal betrifft und so weiter und so fort. Dazu habe ich dann jetzt gerade auch eben noch ein Video gedreht zum Thema Vorsätze, Änderungen, Challenges 2019. Ich weiß nicht, das Video müsste inzwischen rein theoretisch auch schon online sein. Und ja, da habe ich einfach nochmal kurz erklärt, was ich 2019 auf meinem Kanal ändern wird und was ich für Challenges mache und was ich persönlich so für mich für Vorsätze habe, was das Lesen betrifft. Ansonsten empfand ich dieses Jahr Weihnachten irgendwie als mega stressig. Ich hatte irgendwie keinen Tag Zeit, einfach nur so für mich zu sein, vor mich hinzutingeln. Jeden Tag war irgendwas anderes. Jeden Tag bin ich irgendwo hingegangen, musste irgendwelche Dinge tun oder irgendwas machen und das ging mir so auf den Sack. Ey, ich habe jetzt 12 Tage frei gehabt, inklusive heute. Ich muss morgen wieder arbeiten. Und ich habe in diesen 12 Tagen frei gefühlt, nicht einen Tag wirklich mal frei gehabt. Und das nervt mich persönlich so an. Ich hasse solche Wochen und Tage und ich brauche jetzt eigentlich Urlaub vom Urlaub. Ich hätte eigentlich jetzt noch eine Woche Urlaub nehmen sollen. So what? Mein Mann hat ja noch frei bis zum 8. Aber ich gehe halt dann morgen mal wieder arbeiten. Aber shit happens. Ich dürfte nicht allzu viel zu tun haben. Es sei denn, es ist jetzt über Weihnachten mega viel angefallen. Also sollte das morgen eigentlich echt entspannt werden auf Arbeit. Wie gesagt, es sei denn, es ist über Weihnachten die Kacke am Dampfen gewesen. Das weiß ich allerdings nicht. Das werde ich dann morgen sehen, wenn ich ins Büro komme. Ansonsten gibt es eigentlich auch gerade nicht viel zu berichten. Milo geht soweit gut. Seine Haare am Popo wachsen immer noch nicht so richtig. Also die wachsen aber sehr, sehr langsam. Vorne am Knie ist alles schon wieder schön dicht. Aber hinten am Pöpöchen wollen die Haare irgendwie nicht wachsen. Wir haben Ende Januar nochmal einen Arzttermin. Da will der Arzt nochmal mit uns über die Tablettendosierung von Milo sprechen. Weil er ja im Moment Cortison bekommt und das ist ja auf Dauer echt nicht gut. Aber damit kriegen wir ihn jetzt wenigstens stabil. Aber er hat dadurch halt auch echt Haarausfall, ne? Der Hund wird immer nackiger. Der hat so dünnes Fell bekommen, das ist der Hammer. Und ja, da wollen wir mal gucken, ob wir vielleicht ein anderes Mittel finden als Alternative zu dem Cortison, was er nehmen kann, was halt nicht so aggressiv ist, was halt auch nicht so schädigend für die Organe ist und so. Und ja, da haben wir dann aber Ende Januar erst den Termin. Ansonsten Beinchen geht's gut. Er will auch schon immer wieder rumrennen und rumspringen und alles tun, aber es geht halt noch nicht so richtig. Aber alles im grünen Bereich. Und ja, ansonsten habe ich jetzt hier noch ein Paket bekommen von der lieben Susanne, wie letztes Jahr auch schon. Ich danke dir vielmals, Susanne, für das Paket. Ich habe dir meine Meinung dazu schon gesagt. Du bist verrückt und ich dachte mir, ich packe das mit euch zusammen mal aus und wir gucken da zusammen mal rein, was da drin ist. Und ich muss sagen, Susanne hat das einfach mega gut verschnürt. Wartet mal, ich gucke mal, ob ich das vielleicht einfach so abkriege, ohne mit dem Messer hier hantieren zu müssen. Ich habe es offen und oh Gott, da hat sich das süß eingepackt. Wartet mal, ich zeige euch das mal. So sieht das Ganze aus. Und ja, ich würde sagen, wir nehmen mal das, was mich hier so anguckt. Oh, eine Weihnachtstasse.
Weihnachtstasse mit Teddybärchen drin. Oh, wie süß. Es kann passieren, dass Milo sich gleich den Teddybären schnappt. Ich weiß es nicht. Milo hat so eine Vorliebe für Teddybären. Ich muss mir den mal angucken. Oh, wie süß ist das denn? Es ist goldig. Oh, Milo hat den Bären entdeckt. Milo hat ihn fixiert, den Bären. Wartet mal. Seht ihr Milo? Da, er hat den Bären entdeckt. So, verdammt, jetzt habe ich gerade noch sehnlich die Kamera ausgemacht beim Rumdrehen, aber Milo fixiert den Bären schon mit großen Augen. Ich packe den Bären jetzt weg. Weg ist er. Und dann haben wir hier noch so eine coole Weihnachtstasse. Die ist voll schön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ich stelle das mal beiseite, dass Milo sich nicht den Bären krallt. Und die Tasse ist in einem Stück angekommen. Sie ist nicht kaputt gegangen. Alles gut. Also, alles hat alles gut geklappt. Dann habe ich jetzt hier noch drei große Pakete zum Auspacken. Was hast du denn da bitte alles reingetan? Du bist doch verrückt. Oh mein Gott. Verdammte Kacke. Und guck mal, sie hat Happy Birthday Band genommen. Oh, wie cool ist das denn? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. So bei uns. So Happy Birthday Geschenkband. Das ist fetzig. Ich packe jetzt hier mal aus und gucke jetzt hier mal rein, was da so drin ist. Und sie hat immer was draufgeschrieben. Hey, ich hoffe, das Buch gefällt dir. Ich wollte mir den Film dazu anschauen, kam mir doch noch nicht dazu. Soll ein gutes Buch sein. Ein Buch zum Film. Na, ich bin mal gespannt. Das Buch wollte ich mir schon immer mal kaufen. Gone Girl, das perfekte Opfer von Gillian Flynn. Ich habe den Film gesehen. Ich fand den Film mega gut. Und ich wollte mir das Buch schon immer mal holen und mal kaufen und mal lesen. Das ist auf jeden Fall genau das Richtige. Vielen, vielen Dank. Ich bin ja nicht so der Thriller-Leser und ich hatte ja viele Thriller auch aussortiert jetzt aus vor kurzem. Aber das wollte ich schon immer mal haben und lesen. Also das ist auf jeden Fall genau das Richtige. Dankeschön. Danke, danke, danke. Und der Film ist echt mega genial. Also ich bin ja kein Fan von Ben Affleck. Ich mag den ja nicht so als Schauspieler, aber in dem Film fand ich ihn richtig gut. Und auch sie, wie heißt sie denn? Ich vergesse immer ihren Namen. Sie hat auch mega gut gespielt, also der Hammer. Also der Film, schaut euch Gone Girl, das perfekte Opfer ruhig mal an. Das ist ein richtig, richtig guter Film. Und ja, Dankeschön. Danke, danke, danke. Wie gesagt, das ist ein Buch, was ich auf jeden Fall schon immer mal haben wollte. Was ich aber nie so gekauft habe, weil das immer nicht so präsent ist im Kopf. Danke. Das ist auf jeden Fall mal schon voll das Richtige gewesen. So, packen wir das nächste Buch aus, nachdem ich jetzt Milo hier 500 Mal gekrault habe. So, schauen wir mal rein. Eine kleine Weihnachtsgeschichte, ich bin gespannt. Milo ist wach. Aber da das ja hier ein Weekly Reading wird, ist es ja nicht ganz so schlimm, wenn Milo hier so ein bisschen rumspringt. Gesundheit. Schneegeflüster. Liebesgeschichten zur Weihnachtszeit. Oh, das ist ja cool. Ey! Milo hat sich den Teddy gekrallt. Susanne, das ist jetzt Milos Teddy. Es tut mir leid. Aber da hat er auch wenigstens noch was zu Weihnachten. Er hat sich den Teddy gekrallt und jetzt rennt er mit dem Teddy hier rum. Also Milo freut sich auf jeden Fall über den Teddy. Gut, ja, ist jetzt Milo sein Teddy. Sorry. Ja, also das hier ist Schneegeflüster Liebesgeschichten zur Weihnachtszeit. Und hier sind 15 weihnachtliche Liebesgeschichten drin. Also so 15 Kurzgeschichten rund um Weihnachten von ganz vielen verschiedenen Autoren. Und das finde ich ja mal mega cool. Milo, das ist nur Folie, die kannst du nicht essen. Und ja, oh, hier ist noch ein Brief. Den hätte ich vielleicht mal zuerst auch machen sollen. Upsi. Happy Birthday. Oh, Susanne, du bist so goldig. Ich habe auch so eine hässliche Handschrift, obwohl ich finde, meine ist noch schlimmer als deine. Also so schlimm ist deine Schrift gar nicht. Meine ist noch viel, viel schlimmer. Ich habe so eine richtige Sauklaue. Ah,
Danke, Susanne, für die lieben, lieben Worte. Und das ist eine voll coole Karte. Ihr wisst, ich liebe London. Und das ist eine London-Karte und sie ist voll toll. Was meckerst du denn? Du hast doch den Teddy bekommen. Du hast mir schon den Teddy geklaut und jetzt meckerst du auch noch rum? Das finde ich mal absolut nicht in Ordnung. Was machst du denn da? Also Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön für die lieben, lieben Worte, Susanne. Und der Hund dreht jetzt hier gerade völlig auf. I'm so sorry für die ganzen Hintergrundgeräusche. So, ich packe die Karte wieder rein. Du hättest die Karte ruhig beschreiben können. Ich verschenke die sowieso nicht weiter. Also alles gut, aber die ist wirklich schön, die Karte. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und ja, jetzt haben wir hier noch ein großes Paket, wo drei Bücher drin sind. Und auch hier haben wir wieder einen Zettel. Reihenfolge von oben nach unten. Diese Bücher sollen eine Reihe sein. Ich habe diese Bücher ausgesucht, weil eine Autorin dabei ist, die du magst. Erzähl mir, wie die vier Bücher waren. Ich habe sie selbst nicht gelesen. Liebe Grüße. Oh, genug geschrieben. Viel Spaß. Wünsche dir einen schönen Geburtstag. Dankeschön. Ich bin mal gespannt. Wartet mal. Ich guck mal, was da drin ist. Wenn da eine Autorin dabei ist, die ich sehr mag. Susanne sucht immer Bücher aus, die ich so gar nicht auf dem Schirm habe. Vier Bücher einer Reihe von verschiedenen Autoren. Ich bin gespannt. So, warte mal. Was ist das denn? Da sind sogar zwei Autoren dabei, die ich sehr gerne mag. Ich sage ja, Susanne sucht immer Bücher aus, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm habe. Und zwar ist das die Royal House of Shadows Reihe. Und hier sind vier Bücher von vier verschiedenen Autorinnen. Und zwar haben wir hier einmal Gina Showalter, Jill Monroe, sagt mir so gar nichts, finde ich aber gut, kann man ja mal austesten, Jessica Anderson und Nalini Singh. Und das sind hier vier Geschichten. Lord der toten Seelen, Das Herz des Werwolfs, Die Traumprinzessin und der Vampirprinz. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also das, ich habe noch nie von dieser Reihe gehört. Susanne, wo findest du denn sowas immer? Ich habe das noch nie gesehen. Wirklich, ohne Scheiß. Es ist hier mega cool. So eine Reihe mit so übernatürlichen Liebesgeschichten von verschiedenen Autorinnen finde ich mega, mega cool. Mhm. Klingt auf jeden Fall schon mal mega gut. Okay, ich lese mir das jetzt hier nicht alles durch, sonst wird das Video zu lang. Aber vielen, vielen Dank. Ich finde das ja mal mega cool. Dankeschön. Die werde ich auf jeden Fall lesen. Also die definitiv. Ich bin sehr gespannt. Ich liebe ja solche Geschichten, solche erotischen Liebesgeschichten mit irgendeinem Fantasy und ganz vielen Wesen und so. Das finde ich immer mega cool. Und vielen, vielen Dank, liebe Susanne. Du hast mir eine mega Freude gemacht. Du hast mir zwar wieder sechs Bücher auf meinen Sub gepackt, aber ich danke dir wirklich von Herzen und du bist echt verrückt. Ich habe dir das schon beim Schreiben gesagt. Du bist echt verrückt. Und du musst das echt nicht machen. Ich freue mich mega darüber, aber du musst es echt nicht machen, gell? Also nur schon mal so fürs nächste Jahr. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich gerade mega. Ich freue mich gerade wie so ein Schnitzel. Ich glaube, das hier lasse ich gleich mal liegen, das Schneegeflüsterbuch. Das gucke ich mir dann gleich nochmal näher an. Und ja, also vielen, vielen Dank, liebe Susanne. Ich freue mich mega über die Bücher, also über alle, wirklich über jedes einzelne. Und das hier lasse ich jetzt gleich mal so bei mir liegen. Da gucke ich dann gleich mal rein und lese vielleicht schon mal eine Geschichte. Und ja, ich danke dir von Herzen, wirklich vielen, vielen, vielen Dank. Und ich freue mich mega gerade darüber. Oh mein Gott! Milo freut sich auch. Milo hat sich den Teddy gekrallt. Und ja, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ich habe ansonsten, habe ich gar nicht so viele Bücher bekommen zu Geburtstag und Weihnachten, wo ich wirklich glücklich drüber bin. Ich habe bekommen, ich habe jetzt mal fix die Bücher geholt, die ich sonst noch so bekommen habe zu Geburtstag und Weihnachten. Machen wir jetzt halt schon mal ein kurzes kleines Neuzugänge-Video. ich habe ansonsten zum Geburtstag von meiner Freundin Maria bekommen All I Want for Christmas von Julia K. Stein. Das soll ja ein richtig, richtig süßes Weihnachtsbuch auch sein und ich freue mich da schon sehr drauf. Ich habe mir das von ihr gewünscht und ja, das habe ich bekommen. Dann habe ich bekommen von der lieben Niki den ersten Teil der Dragon Fortune-Reihe. Da freue ich mich auch schon sehr, das nochmal zu lesen. Ich habe da damals die Roro-Fassung gelesen und fand die schon richtig, richtig gut. Und ja, jetzt habe ich halt von ihr noch das fertige Buch bekommen, den ersten Teil.
Und da freue ich mich schon drauf. Das möchte ich dann bald definitiv mitlesen. Dann habe ich zum Nikolausi von meinem Schatzi das hier schon bekommen. Von Mila Olsen, den Sammelband zu Entführt. Da wollte ich unbedingt den ersten Teil haben und Schatzi hat halt den Sammelband gesehen und ich weiß noch nicht, wie ich dieses Buch lesen soll. Es ist einfach mal so unglaublich schwer. Dieses Buch wiegt gefühlte 5 Kilo. Und ja, hier ist halt der erste Teil und der, ich glaube, zweite Teil, also das Buch aus ihrer und seiner Sicht halt drinne. Und viele schwärmen ja so von diesem Buch und ich bin schon so gespannt auf die Geschichte. Und ja, habe ich mich mega gefreut, dass ich das von Schatzi bekommen habe. Dann habe ich von meiner lieben Annika das hier bekommen, The Player von Lee Keeland. Das habe ich mir auch gewünscht, das stand auf meinem Wunschzettel. Das ist der zweite Teil dieser Reihe. Ich fand aber einfach, dass sich dieser Teil besser angehört hat wie der erste. Also der klang für mich einfach spannender. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, ich möchte gerne mit dem hier anfangen von der Reihe und das halt ausprobieren, ob das was für mich ist. Und ja, freue ich mich auch schon sehr drauf. Dann habe ich von Annika noch bekommen Still Broken von April Dawson. Habe ich mich auch mega gefreut. Stand nicht auf meinem Wunschzettel, aber auch das Buch klingt ja richtig, richtig gut. Dann habe ich von der lieben Sina noch das Schätzchen hier bekommen, Red Rising von Pierce Brown. Da hat mich ein Verlag angeschrieben, also eine Agentur, die für einen Verlag arbeitet und hat gefragt, ob ich den vierten Teil lesen möchte. Und da habe ich gesagt, nee, ich habe die ersten drei Teile nicht gelesen, ich möchte die irgendwann noch lesen, bringt mir jetzt nichts, den vierten zu lesen. Habe dankend abgelehnt und dann meint sie zu mir, ach, gar kein Problem, ich schicke dir auch alle vier Bücher zu, dann kannst du die alle vier lesen. Und ich denke mir so, vier solche Bücher. Wann soll ich die denn lesen? Weil ich müsste die ja dann am Stück lesen und ich weiß ja gar nicht, ob das was für mich ist. Und ja, habe dann auch wieder dankend abgelehnt. Also war ein mega Angebot, fand ich auch mega cool von dieser Agentur, dass sie mir das angeboten haben, mir alle vier Bücher zuzuschicken. Aber wann soll ich das bitte denn lesen? Dann lese ich ja die nächsten drei Wochen nur Red Rising und da habe ich echt keine Lust zu. Vor allen Dingen, dann gefällt mir die Geschichte nicht und dann habe ich die vier Bücher hier und dann muss ich die lesen. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass ich von der lieben Sina den ersten Band zum Geburtstag bekommen habe. Und ja, auch das möchte ich dann irgendwann dieses Jahr nochmal mitlesen. Es soll ja mega gut sein. Es schwärmen ja sehr, sehr viele von Red Rising. Und die Schrift ist größer, als ich dachte. Ich hätte jetzt gedacht, dass da eine kleinere Schrift drin ist. Aber ich bin jetzt erleichtert, dass die Schrift doch relativ groß ist in diesem Buch. Und ja, ich bin schon sehr gespannt auf Red Rising. Und dann habe ich mir von dem Geld, was ich zu Geburtstag und Weihnachten bekommen habe, zum einen noch Idol 2 gekauft, Gib mir dein Herz. Ich habe den ersten Teil noch nicht gelesen, aber es ist Kirsten Callihan. Und ich gehe davon aus, dass ich das Buch mag. Also dass ich den ersten Teil auf jeden Fall mag und deswegen habe ich mir jetzt halt den zweiten einfach schon gekauft, auch wenn ich den ersten noch nicht gelesen habe. Und dann habe ich mir noch ein Buch bestellt, was ich unbedingt haben wollte, und zwar Keep von Helena Hunting. Das kommt dann rein theoretisch morgen an. Aber das zählt ja dann rein theoretisch auch schon mit zu meinen Neuerscheinungen für Januar, weil es ja im Januar ankommt. Aber ja, das sind so die Bücher, die ich bekommen habe zu Geburtstag und Weihnachten und die ich mir halt von meinem Büchergeld, was ich geschenkt gekriegt habe, selber gekauft habe. Und ja, mehr gibt es jetzt an dieser Stelle eigentlich auch nicht zu sagen. Ich glaube, dieses Video ist schon wieder ultra lang an dieser Stelle. Es tut mir leid. Ich gucke, dass die nächsten Abschnitte ein bisschen kürzer werden, aber ihr sagt ja immer, wenn das lange Videos sind, dass das nicht so schlimm ist. Und ja, mehr gibt es jetzt nicht zu sagen. Ich habe keine Lust, morgen wieder auf Arbeit zu gehen. Wie gesagt, ich hätte gerne jetzt noch eine Woche frei, aber das geht halt nun mal nicht. Und jetzt werde ich mich ransetzen und schneiden, dass die Videos auch alle fertig werden und online gehen können. Und ja, bis später. Hallo ihr Lieben, es ist Mittwochabend, es ist der 2. Januar. Obwohl ich gerade echt drüber erstaunt bin, dass heute tatsächlich erst der 2. Januar ist. Das heißt, ich habe mich ja gestern erst gemeldet und ich habe gestern erst gedreht. Das kommt mir schon irgendwie wieder viel länger hervor, aber ist ja auch egal. Ja, ich habe gestern noch Solange wir schweigen fertig gelesen, den dritten Teil von den Ivy Years. Und ich muss sagen, ich fand das Buch richtig gut. Ich fand die Geschichte super süß. Und meine anfänglichen Bedenken, die ich hier hatte, weil das ja ein Gay-Roman ist, haben sich sofort in Luft aufgelöst nach den ersten 50 Seiten. Und ich wusste, ich komme mit der Geschichte gut klar. Ich kann mich gut in die Charaktere hineinversetzen. Ich habe wirklich mit Ricker gelitten und gefühlt und das tat mir alles so leid mit ihm und ich habe immer gedacht, warum ist der andere so ein Arsch und warum sieht Graham das nicht endlich ein und ja, also ich habe da echt mit den beiden mitgefiebert und die Geschichte hat mir super gut gefallen und was das betrifft,
kann ich sagen, werde ich von Sarina Bohn vielleicht nochmal sowas lesen, weil Sarina Bohn kann einfach schreiben, es ist halt einfach so. Und ja, also Solange wir schweigen hat mir mega gut gefallen, ist eine super süße, tolle Geschichte und wie gesagt, der erste Gay-Roman meines Lebens und ja, ich bin super happy damit und freue mich, dass ich das Buch gelesen habe und ich freue mich auch schon auf den vierten Teil der Ivy Years. Ich habe noch nicht geguckt, um wen es da jetzt genau geht. Ich muss dann nochmal schauen. Und ja, ansonsten habe ich jetzt mir heute den nächsten Teil der Green Mountain Serie geschnappt. Das ist der vierte Band. Schenk mir deine Träume. Da geht es um Hunter und um Megan. Ganz, ganz viele haben ja gesagt, dass der vierte Band somit der schwächste Band ist. Ich habe jetzt gelesen die ersten 108 Seiten und ja, bisher gefällt es mir ganz gut. Ist eine süße, niedliche Liebesgeschichte. Und mal gucken, wie mir der vierte Band so im Großen und Ganzen gefällt. Das ist das Buch, was ich jetzt aktuell lese. Ja, ansonsten habe ich mich heute mega gefreut. Das war ja mein erster Arbeitstag und auf Arbeit war alles gut, alles cool. Ich hatte keine Lust, aber irgendwie ging der Tag schon rum. Und ich hatte über Weihnachten ein paar E-Mails geschrieben. Und ich verrate euch das jetzt einfach schon mal. Ich habe die Verlage angeschrieben, so ein paar, und habe gefragt, ob die mir vielleicht ein Buch zur Verfügung stellen könnten, was ich somit an euch verlosen kann, weil wir ja nun schon bald 4000 hier sind auf dem Kanal. Und ich habe heute schon zwei Rückmeldungen bekommen von zwei Verlagen, dass sie mir ein Buch schicken. Und bei dem einen Buch habe ich mich so mega gefreut, weil ich weiß, dass es ganz, ganz viele da draußen gibt, die sich auch darüber freuen, wenn sie dieses Buch gewinnen können. Und zwar kriege ich vom Carlsen Verlag Revenge, was ich an euch verlosen darf. Und da bin ich gerade so happy drüber, weil das einfach ein so tolles Buch ist und ich freue mich schon so, dass ich einem damit von euch eine Freude machen kann. Und das andere Buch vom Ravensburger Verlag, was ich bekomme, klingt auch mega gut. Ist ein ganz neues Buch, was erst am 1. Februar rauskommt und da bin ich auch sehr, sehr happy drüber. Da verrate ich jetzt mal noch nicht, was das ist. Und ich hoffe, dass ich von den anderen Verlagen in den nächsten Tagen auch noch eine Rückmeldung bekomme. Ich hatte die Verlage gebeten, mir auch abzusagen, wenn das halt nichts wird, was auch völlig verständlich ist. Aber ich habe mich schon mal mega gefreut, dass ich da zwei so coole Bücher habe, die ich mit an euch verlosen kann. Und ich hatte ja selber ausgemistet und vier Bücher für euch beiseite gepackt, wo ich dachte, dass das was für euch sein könnte. Und ja, ich bin so happy darüber gerade, dass ich Revenge an euch verlosen darf. Das ist so cool. Und ja, also wie gesagt, drückt die Daumen für euch auch mit, dass die anderen Verlage mir da auch ganz bald antworten, dass ich da noch ein, zwei Bücher für euch ergattern kann, die ich mit an euch verlosen kann. Und ja, da habe ich mich sehr gefreut. Und ansonsten gibt es jetzt auch erstmal nichts weiter zu berichten. Und jetzt wird ein bisschen gezockt und mein haarwüstes Gedöns hier auf meinem Kopf, das bringe ich morgen früh in Ordnung. Da habe ich heute keine Lust mehr zu. Und ja, ich würde sagen, bis dann! Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Montag, der 7. Januar und ich dachte mir, ich melde mich noch mal ganz kurz bei euch und gebe euch ein kurzes Update, bevor ich jetzt zur Arbeit gehe, weil ich es heute Nachmittag garantiert wieder vergessen werde. So wie die letzten Tage auch. Gelesen habe ich am Wochenende nicht viel, da wir viel unterwegs waren und ich habe ein bisschen gelesen und zwar bis Seite 300 beim vierten Teil der Green Mountain Serie. Den habe ich ja jetzt momentan in der Mache, weil ich da ja unbedingt mal weiterlesen wollte. Aber ich kann hier den meisten nur zustimmen, die mir kommentiert haben, dass der vierte Teil der schwächste Teil ist, weil es geht wirklich alles total schnell und dann ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, es ist schön und also ja, ist eine niedliche Geschichte, aber es haut mich jetzt auch nicht vom Hocker. Und ja, die versuche ich jetzt die Woche noch zu beenden. Mal gucken, wie viele Seiten sind denn das jetzt noch? Ja, sind schon noch 170 Seiten. Ich muss mal schauen, wie ich das fertig kriege. Ich versuche mir da ja keinen Druck mehr zu machen. Und ja, dann sind noch zwei Bücher bei mir eingezogen. Und zwar habe ich eins noch von meinem Schatzi bekommen. Er kauft mir immer mal lieber ein Buch statt Blumen, weil er weiß, dass ich mich da mehr drüber freue. Und er hat mir Cinder und Ella gekauft von Kelly Oram. Und das soll ja auch eine richtig tolle, süße Geschichte sein. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf das Buch. Und ja, habe jetzt auf jeden Fall Cinder und Ella in meinem Besitz, was mich sehr, sehr freut. Und dann habe ich mir noch gekauft, einfach weil ich es kaufen musste, Keep, den zweiten Teil zu Stay. Und ich denke, dass ich das Buch dann auch danach gleich lesen werde, weil ich mich einfach schon so auf Keep freue, weil mir Stay ja so gut gefallen hat letztes Jahr. Und ja, das sind die Bücher, die bei mir eingezogen sind.
Ansonsten gibt es, was das betrifft, auch nicht viel zu berichten. Mein Video ist gestern online gegangen zu den Vorsätzen 2019 und ich habe wahnsinnig viel und tolles Feedback von euch bekommen und ich habe mich da mega gefreut gestern schon drüber und habe die ganzen Kommentare gestern alle schon gelesen und habe heute früh den Rest gelesen und habe dann alles mal so durchgeliked und ja, habe ich mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ihr alle da auch so Verständnis für habt, denn wenn es irgendwann keinen Spaß mehr macht, ist halt richtig kacke und dann hört man irgendwann auf und das will ich einfach nicht. Und ja, ansonsten steht die Woche auch nichts weiter auf dem Programm. Mein Bester hat heute und morgen noch frei. Der muss erst ab Mittwoch wieder arbeiten. Passiert die Woche eigentlich auch nichts Spannendes. Ich will mich mal mit meiner Freundin Nina treffen. Ich gehe jetzt mit meiner Oma nachmittags immer mal spazieren. Das ist auch ganz entspannt. Und ja, ansonsten schauen wir einfach mal, was die Woche so geht und was so passiert. Und ja, mehr gibt es jetzt eigentlich auch nicht zu erzählen. Ich glaube, ich melde mich Mittwoch nochmal, weil dann ist eine Woche, glaube ich, rum. Ich glaube, ich habe Mittwoch angefangen oder so. Nee, ich habe Montag angefangen am Dienstag habe ich angefangen, am 1. Januar mit dem Weekly Reading. Naja, ich gucke mal, wie weit ich das jetzt hier noch ziehe. Und ja, ich melde mich auf jeden Fall nochmal, bevor ich das Ganze jetzt hier beende. Und ich würde sagen, bis später. Oh, guten Abend. Es ist immer noch Mittwoch. Ich habe mich heute früher schon mal gemeldet. Und ich dachte mir, ich melde mich aber jetzt nochmal kurz, denn ich habe gerade den vierten Teil der Green Mountain Serie beendet. Und es war wirklich ein süßes Buch. Aber ich kann verstehen, warum viele Leute sagen, dass das der schwächste Teil der ganzen Reihe ist. Die Geschichte ist wirklich süß und goldig, aber es geht einfach in diesem Buch so schnell alles. Und ich hatte mich letztens mit der Janine getroffen und die hat mir genau das gesagt, wie ich mich jetzt fühle. Mir geht es exakt genauso, wie sie das gesagt hat und wie sie das auch beim Lesen empfunden hat. Und es ist wirklich eine richtig süße Geschichte. Es geht ja im vierten Teil geht's ja um Hunter, den ältesten Bruder, und um Megan, die Bedienung aus dem Diner. Und Megan war eigentlich immer scharf auf Will, seinen Bruder, und der ist ja nun aber vergeben an Cameron. Das ist die Geschichte vom ersten Teil. Und ja, jetzt sieht halt Hunter in gewisser Weise seine Chance bei Megan und die ergreift er auch. Und dann verlieben die sich sofort ineinander und alles geht ziemlich schnell bei den beiden. Und Megan will das eigentlich gar nicht, dass es so schnell geht, weil sie sich eigentlich nie wieder verlieben wollte und nie wieder jemanden so an sich ranlassen wollte, weil sie bei einem Autounfall ihre Eltern verloren hat. Und ja, dann geht er so Schlag auf Schlag und das geht das ganze Buch so. Das geht alles so bam, 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 bam. Und du denkst dir nur so, okay. Ich war jetzt auch am Ende so, sein Ernst? Okay, gut, ist halt so. Ist ein Buch, wir nehmen das jetzt als gegeben hin. Ich glaube aber auch, dass das für mich auch der schwächste Teil der Reihe werden könnte. Also ja, warten wir es mal ab. Ansonsten, mein Tag heute war echt entspannt. Ich wollte mit meiner Oma wieder spazieren und auf Arbeit war auch alles gut. Ansonsten könnte ich euch noch erzählen, dass heute die ersten Bücher fürs Gewinnspiel gekommen sind. Und zwar vom Lux Verlag. Und die haben mir 5 Bücher geschickt, die ich an euch verlosen kann. Ich bin so mega happy, weil das auch richtig coole Bücher sind. 2 davon besitze ich selber. 1 davon steht auf meiner Wunschliste. Und bei dem anderen überlege ich gerade, die Serie zu gucken. Also es sind alles Bücher, die wirklich richtig, richtig cool sind, und ich freue mich auch mega, dass der Lux Verlag da mitmacht. Ich müsste in den nächsten Tagen noch 2 andere Pakete bekommen von den anderen Verlagen. Dann warte ich noch auf 2 Antworten, auf meine Antworten, und dann warte ich insgesamt noch auf 5 Rückmeldungen von den Verlagen. Und wenn ich die 5 Rückmeldungen habe, dann kann ich das Gewinnspiel auch drehen und fertig machen und auch online stellen. Weil ich kann es ja jetzt schon online stellen, wir sind ja schon über 4000. Ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt so schnell geht, ne? Sonst hätte ich das doch viel eher mal eingeleiert, dass es halt auch passend zu den 4000 online gehen kann. Aber das ging jetzt alles so schnell, ja, dass ich damit auch nicht gerechnet habe. Also ja, ihr könnt euch auf jeden Fall aber irgendwann in den nächsten Wochen auf das Gewinnspiel freuen. Und das wird mega fett. Das wird richtig fett, Leute. Das wird mega fett. Ich hatte ja auch schon 4 Bücher, die habt ihr ja schon gesehen, für das Gewinnspiel aussortiert. Und mit den Büchern, die ich vom Lux Verlag bekommen habe, das ist der Hammer. Die haben mir so viele Bücher geschickt und ich weiß auch, dass ich von einem anderen Verlag noch ein paar Bücher kriegen werde, und das wird ein richtig fettes Gewinnspiel. Oh, ich freue mich so. Ich freue mich da so für euch, dass ich euch das verlosen darf und dass ich euch damit glücklich machen kann. Und ich bin so happy und so dankbar auch, dass die Verlage da so mitmachen. Also das ist der Hammer, wirklich. Hammer, hammer, hammer hart.
wird dann wahrscheinlich das einzige Gewinnspiel dieses Jahr auf meinem Kanal bleiben, weil ich wahrscheinlich an den Versandkosten alleine ersticken werde, was das Finanzielle betrifft, aber egal. Es wird schon cool. Ansonsten gibt es eigentlich auch nichts weiter zu berichten. Ich wollte euch nur kurz erzählen, dass ich den vierten Teil der Green Mountain Serie beendet habe. Und jetzt habe ich überlegt, was ich heute Abend mache. Ich würde gerne noch ein bisschen zocken, aber mein Bester hat den Fernseher weggebaut. Also wir haben keinen Fernseher mehr in unserer Stube. Da ist jetzt ein Loch. Und ich könnte mit der PlayStation spielen über den Computer drüben. Dann müsste ich jetzt aber nochmal den PC anmachen. Dann müsste ich das alles wieder verbinden. Und da habe ich jetzt irgendwie keinen Bock drauf, weswegen ich jetzt eigentlich nicht zocken möchte. Vor allem kann ich maximal eine Stunde spielen. Und dann muss ich ins Bett. Deswegen habe ich jetzt überlegt, noch was zu lesen. Aber irgendwie weiß ich jetzt gerade im Moment nicht, was ich lesen möchte. Liebesroman, Fantasy. Ich weiß es nicht. Und ja, ich weiß gerade nicht, was ich mit mir anfangen soll. Milo rennt mit seinem Viech hier durch die Gegend. I don't know. Naja, ich denke mal jetzt hier noch ein bisschen rum. Vielleicht sitze ich jetzt auch einfach hier nur eine Stunde und überlege, was ich mache und gehe dann einfach ins Bett. Wäre jetzt auch noch eine Möglichkeit. Ich meine, da hinten liegt auch noch ein dicker Stapel. Vielleicht lese ich das Buch von Niki. Das sehe ich hier hinten gerade liegen. Okay, ich glaube, ich lese dann jetzt doch noch Dragon Fortune von Niki. Ich habe nur keine Ahnung, wie viele Seiten das sind. Es ist bei mir im Buch leider keine Seitenzahl drin. Doch Seite 1. Und dann hört es auch schon auf. Oh, geil. Ja, auf jeden Fall, glaube ich, lese ich jetzt noch Dragon Fortune. Das habe ich ja schon mal gelesen, aber das war vorm Lektorat. Und ich möchte gerne wissen, was aus dieser Geschichte jetzt geworden ist. Habe ich euch eigentlich schon das hier gezeigt? Das habe ich von meiner Freundin Nina gekriegt. Und zwar ist das Romeo und Julia. Aber so eine personalisierte Version. Also heißt die Dominik und Susi. Und das ist halt wirklich Romeo und Julia komplett. Das ist halt wirklich komplett Romeo und Julia, das Theaterstück. Also richtig in Akte und Szenen unterteilt, aber halt wirklich komplett alles personalisiert auf meine Familie. Und die Familie von meinem Mann und mit unseren Freunden. Und die hat halt jedem meiner Freunde und halt auch den Leuten, die sie so kennt, eine Rolle gegeben und das ist mega witzig. Ich habe mich mega gefreut, wo ich das zum Geburtstag gekriegt habe und ich habe schon mal reingelesen die letzten Tage, aber ich lese das mit Schatzi zusammen und das werden wir dann in den nächsten Tagen auch mal weiterlesen. Wir haben nur mal das erste Kapitel gelesen, also die erste Szene und es ist so lustig, es ist so mega witzig, was da so drin steht, wenn man das so mit Personen hat aus seinem Leben, die man kennt, obwohl ja Romeo und Julia echt tragisch ist, aber ich glaube, ich lache mich das ganze Buch kaputt. Und es ist so cool, es ist so goldig, dass sie das gemacht hat und ja, habe ich mich mega gefreut auf jeden Fall zu meinem Geburtstag, dass ich das noch mitbekommen habe. Und ja, jetzt rede ich schon wieder viel zu viel und ich würde sagen, ich melde mich später und werde euch berichten, wie ich Dragon Fortune fand. Bis dann! Hallo ihr Lieben, ich dachte mir, ich melde mich nochmal bei euch. Ich habe nämlich jetzt gerade gedreht und bin einmal halbwegs kameratauglich. Ich habe jetzt gerade meine Neuzugänge gedreht vom Dezember. Ich habe 17 Bücher im Dezember bekommen. Es war doch irgendwie mehr, als ich dachte. Ich dachte, das wäre nicht so viel, aber 17 ist schon echt bei weitem nicht so viel, wie manch andere jeden Monat bekommt, aber für mich ist das echt viel. Ja, ich dachte mir, ich melde mich bei euch nochmal und beende das Weekly Reading jetzt hier an dieser Stelle auch. Ich denke, ich habe genug Material, um eine halbe Stunde mindestens voll zu kriegen. Also das wird wieder ein sehr, sehr langes Video und mir schläft gerade schon wieder der Fuß ein. Ich wollte euch nur kurz auf dem Laufenden halten, was ich gerade so lese. Zum einen habe ich Dragon Fortune fertig gelesen. Dragon Fortune ist eine High-Fantasy-Geschichte. Es geht in dieser Geschichte um Dominik. Und Dominik möchte eine Frau heiraten, die Giselle heißt. Und dafür muss er einen Drachen töten. Aber bei dieser Drachentötaktion läuft nicht alles so wie geplant. Und Dominik findet sich auf einer Burg wieder. Und ja, was dann auf dieser Burg alles passiert, was mit dem Drachen passiert und was mit Dominik so passiert, das ist es, worum es hier in diesem Buch unter anderem geht. Ich möchte nicht zu viel verraten, denn der erste Teil hat nur 70 Seiten. Niki schreibt ja immer so kurze Episoden zu einer Reihe, so wie bei der Fuchsgeschichte. Da hat ja auch jeder Teil so zwischen, sag ich mal, 50, 70, 100 Seiten, 120 Seiten mal, je nachdem. Und Dragon Fortune wird halt auch so eine Reihe, die halt viele kleine Episoden hat. Was ich absolut in Ordnung finde. Ich mag sowas ja, weil dann kann man ein Buch mal schnell eben so weglesen. Und ja, das habe ich getan. Ich fand den ersten Teil richtig cool. Ich habe damals von der Roro-Fassung schon die ersten drei Teile gelesen. Und ich fand die Geschichte damals schon richtig cool. Und ich bin gespannt, wie es jetzt hier im zweiten
zweiten und dritten Teil weitergeht, was Niki so geändert hat. Und ich mag die Geschichte bisher sehr, weil ich finde, Niki schreibt halt nicht immer so typische High-Fantasy-Geschichten, sondern bringt da immer noch so ihren eigenen Mix mit rein und ihren eigenen Stil mit rein. Und das Buch hat sie ja mit Taya zusammengeschrieben, ist eine Freundin von Niki. Und ja, ich finde es sehr, sehr interessant und ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Und ich lasse mich da jetzt gerne mal überraschen, was die beiden hier mit Dominik noch alles so veranstalten und dem Drachen. Und ja, schaut euch Dragon Fortune auf jeden Fall an, wenn ihr gerne Jugend-High-Fantasy-Geschichten mit Drachen lest. Dann habe ich gestern noch ein Buch angefangen, da habe ich die ersten 40 Seiten gelesen und zwar ist das All I Want for Christmas, eine Weihnachtsromance in Manhattan. Und ja, dieses Buch ist von Julia K. Stein. Das ging hier vor Weihnachten relativ rum, auf Instagram auf jeden Fall und ich glaube auch auf BookTube relativ. Und ich habe das Buch jetzt zum Geburtstag mitbekommen von einer Freundin und ich wollte das jetzt unbedingt noch lesen. So dieses Jahr jetzt zur Winterzeit. Weihnachten ist ja rum, aber ich dachte mir, sowas kannst du ja auch noch im Winter lesen. Von daher ist das ja jetzt nicht so schlimm. Und ja, das ist mein aktuelles Buch, was ich gerade lese. Wie gesagt, ich habe die ersten 40 Seiten gelesen. Danach kann man ja jetzt immer noch nicht so viel sagen. In diesem Buch geht es aber auf jeden Fall um Pippa. Und Pippa ist Trauzeugin für ihre beste Freundin Lauren. Pippa mag den Trauzeugen von Laurens Verlobten überhaupt nicht. Das ist Hunter. Und die beiden müssen jetzt aber halt zusammenarbeiten, um diese Hochzeit auf die Beine zu stellen. Und ein Junggesellenabschied muss noch organisiert werden und. Und ja, man kann sich da jetzt vorstellen, dass bei den beiden ganz schön die Fetzen fliegen. Und hinten auf dem Rückband steht halt noch drauf, dass beide finden, dass Lauren und ihr Verlobter nicht zusammenpassen. Ich habe seinen Namen vergessen. Ich weiß gerade nicht, wie der Verlobte heißt. Ja, und deswegen wollen die beiden dann so ein bisschen die Hochzeit sabotieren und verhindern. Weil, wie gesagt, halt beide finden, dass sie eigentlich gar nicht zusammenpassen. Und dann passiert halt irgendwas zwischen Pippa und Hunter. Uhu. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Klingt nach einer richtig süßen Liebesgeschichte. Und ich werde dann heute gucken, dass ich vielleicht noch so ein paar Seiten lese. Ich weiß noch nicht, ob ich dazu komme. Ich muss heute noch schneiden. Das Video für morgen, nämlich mein angefangenen Buchreihenvideo. Da werde ich sicherlich auch 2-3 Stunden dran sitzen, weil das Video ist, glaube ich, jetzt über eine Stunde lang. Und dann muss ich noch einiges einkürzen. Ich habe mich da auch relativ oft versprochen und sowas. Deswegen, das muss ich alles noch schneiden. Das wird ein paar Stunden in Anspruch nehmen. Und dann wollte ich jetzt gleich, wenn ich hier fertig bin mit meinem Weekly Reading Eintrag, anfangen, meinen Sub hierher zu schleppen und mir hier in der Stube aufzubauen, ihn zu zählen und mein Sub-Video zu machen. Das wird sicherlich auch noch mal ein paar Stunden in Anspruch nehmen, ja, so dass ich heute den restlichen Tag dann wahrscheinlich mit Drehen, Schneiden, Hochladen, Videos fertig machen, verbringen werde. Dass ich halt das dann auch erledigt habe, weil ich mag das nicht immer 100-mal anzufangen. Ich habe heute aber auch schon Red Dead Redemption gespielt, heute früh. Und ich habe endlich meinen weißen Araber. Ich mag Red Dead Redemption. Ich glaube, man merkt es, dass ich dieses Spiel wirklich sehr, sehr gerne spiele. Und ich bin ja gerade dabei, nochmal Kingdom Hearts 2 zu spielen, weil da jetzt Ende Januar endlich der dritte Teil kommt nach 12 Jahren, glaube ich, sind. Oder 10 Jahre, auf jeden Fall nach ewigen Zeiten kommt jetzt endlich der dritte Teil von Kingdom Hearts und deswegen spiele ich ja gerade den zweiten nochmal durch. Und ich denke mal, dass ich heute Abend auch wieder ein bisschen streamen werde auf Twitch, weil ich den zweiten Teil von Kingdom Hearts komplett auf Twitch spiele. Einfach, damit ich da nicht so alleine bin. Und es macht mega viel Spaß. Also ich muss sagen, ich streame jetzt seit 1,5 Monaten auf Twitch und es macht mega viel Spaß. Es sind immer so 1-2 Leute da, die mit mir auch schreiben und sich mit mir unterhalten und das macht mega viel Spaß. Und ich gucke auch immer, dass ich wirklich regelmäßig streame, also wirklich so Freitagabend wirklich immer und vielleicht auch Samstag nochmal oder Sonntag. Das richtet sich bei mir halt auch wirklich immer nach den Arbeitszeiten von meinem Schatzi. Und er hat dieses Wochenende Nachtschicht, deswegen ich nachts hier sowieso alleine abhänge und da kann ich abends auch ein bisschen zocken. Ach ja, ich denke mal, das werde ich heute Abend auch machen, denn ich möchte Kingdom Hearts ja unbedingt fertig kriegen, den zweiten Teil, bevor der dritte dann kommt. Obwohl ich rein theoretisch nach Kingdom Hearts 2 noch Dream Drop Distance spielen müsste, für die chronologische Reihenfolge wurde mir letztens erklärt. Aber das werde ich nicht mehr schaffen und ich habe Dream Drop Distance auch nicht. Dafür müsste ich mir jetzt extra noch die 2.8er Version Sammel Edition kaufen. Da habe ich jetzt gerade keine Lust zu. Jetzt habe ich wieder ganz schön viel von meinen Spielen-Scheiß erzählt. Ja, ich kann euch ja mal meinen Twitch-Kanal unten verlinken, falls ihr da mal Bock habt, vorbeizuschauen. Funktioniert ähnlich wie YouTube. Ihr legt euch dort ein Konto an, dann könnt ihr dort Leuten folgen. Ihr könnt sie gucken, wenn sie online sind. Und ihr könnt auch die Videos gucken, wenn sie nicht mehr online sind. Also die Videos bleiben dann da. Und ja, das ist halt, macht halt voll Spaß, weil man da so einen Chat hat, wo man schreiben kann. Halt wie im Livestream bei YouTube. Nur, dass man halt als Streamer noch mehr Möglichkeiten hat. Ja.
Also falls ihr mal Bock habt, mir beim Zocken zuzugucken, dann verlinke ich euch das Ganze mal unten. Ansonsten könnte ich euch noch erzählen, dass mein Gewinnspiel ein XXXXXXL-Gewinnspiel wahrscheinlich wird. Ich warte noch auf 5 Rückmeldungen von 5 Verlagen. Die haben sich bei mir noch nicht gemeldet, ob sie mitmachen oder nicht. Ich warte jetzt nächste Woche nochmal ab und wenn ich dann nichts höre, dann drehe ich das Gewinnspiel. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, ich habe vom Lux Verlag 5 Bücher bekommen. Ich habe vom HarperCollins Verlag 5 Bücher bekommen. Ich habe vom CBT Verlag 6 Bücher bekommen. Vom Heine habe ich 3 bekommen. Dann habe ich noch ein Buch von Carlsen gekriegt, eins vom Ravensburger. Ich kriege noch eins vom KISS Verlag. Also ich kann wirklich ein sehr, sehr großes Gewinnspiel jetzt machen, weil die Verlage mich so krass unterstützen. Und habe ich mich mega drüber gefreut. Ich glaube, ihr werdet euch alle sehr über dieses Gewinnspiel freuen. Ich überlege jetzt halt nur schon die letzten 2 Tage, wie ich das am besten mache mit den Büchern. Weil ich vom CBT Verlag zum Beispiel ein Buch 3-mal habe oder noch ein anderes Buch 3-mal. Vom Heine Verlag habe ich auch ein Buch 3-mal bekommen. Und ja, deswegen überlege ich, wie ich das am besten mache mit der Verteilung. Habe ich mich aber mega gefreut, dass die Verlage da mich so unterstützen. Und es gibt halt auch Verlage, wo ich damit einfach nicht gerechnet hätte. Und jetzt fällt mir ansonsten auch wirklich nichts mehr ein, was ich euch noch erzählen könnte. Oh, Milo friert. Ich muss hier doch mal die Heizung wieder anmachen. Milo pennt nämlich hier drüben. Wartet. Wo ist er? Da. Da schnorchelt er, der kleine Schatz. Mit seinem Weihnachtsgeschenk. Mein Mann hat ein rosanes, wo, da, ein rosanes Plüschtier für Milo gekauft mit Glitzerhornen und Glitzerfüßen. Ihr glaubt nicht, wie unsere Wohnung seitdem aussieht. Es glitzert überall. Ich glitzere überall. Mein Mann glitzert überall. Wir glitzern einfach überall, seitdem der dieses Vieh hier gekauft hat. Oh, furchtbar. Aber naja, gut. Was will man machen? Ist halt so. Aber Milo mag sein Bubu, wie ihr seht. Und ja, jetzt soll ich auch Blödsinn zu erzählen. Mein Akku ist auch gleich leer. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Und vielleicht fange ich ja gleich das nächste Weekly Reading an und gebe euch dann immer so im 1-2-Wochen-Rhythmus so ein Update. Das wäre doch eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich glaube, ich teste das mal aus und starte dann vielleicht morgen gleich mit einem neuen Weekly Reading. Bis dann!